die Dorf herum. Still.
sie darf nicht sterben. Hören Sie. Thank you.
Haben Sie gehört? Ja, das Kind. Das Kind? Ja, ja, das Kind. Es ist kein Kind hier. Gibt es weder Kinder noch Hunde? Nicht? Nein. Gute Nacht. Gute Nacht. Bevor der Arzt kommt. Musik.
Warum? Was ist denn los? Was ist denn? Hast du ja morgen ihn? Von der anderen Seite. Dann mach Licht in der Bibliothek. Und du, bleib du bei Gisele, hörst du? Bei uns bleiben.
fährt er hin? Zur Polizei.
Ach, könnte ich doch sterben. Nein, Leon. Ich weiß. Ich bin verloren. Ich bin verdammt. Hat nicht jemand geschrien? Hören Sie, der Wagen ist zurück. Sie schläft. Thank you.
Herr Doktor. Guten Abend. Na, wie geht's dir denn? Sehr schlecht. Wieso denn? Man hat sie im Park gefunden. Na, gehen wir. Sie hat wieder so eine Wunde am Hals. Na, wir werden ja sehen. Sehr schlecht. Puls? Schwach. Könnte man sie nicht retten? Vielleicht. Sie braucht aber Blut. Wollen Sie Ihr Blut dazu hergeben? Kommen Sie, junger Mann. Ich werde Sie zur Ader lassen. Warum kommt der Arzt immer weit nach?
Messer? Kommen Sie mal her. Können Sie schlafen gehen. Hm? Haben Sie nicht gehört? Herr Doktor. Was denn los? Ich verliere ja mein Blut. Unsinn. Ihr Blut ist doch hier. Thank you.
Kommen Sie! Schnell! Es geschieht etwas Furchtbares! Kommen Sie! Schnell! Christum Dominum nostrum, pro sua immensa clemencia for propitium, et merite jus santissime passione. Schwester. Ich habe Angst zu sterben. Ich bin verdammt. Mein Gott, mein Gott. Et merite jus santissime passione, et intercessionem, et omnium sanctuum, de vitam aeternam consecutivum. Schwester, sie darf nicht sterben. Sie muss bis zum Sonnenaufgang am Leben bleiben. Hören Sie.
Also los! Marsch! Seele ist frei.
Sie sind hier. Dann machen Sie doch bitte auf. Hören Sie nicht? Hören Sie doch!